Willkommen, willkommen aus München, wo ich hier mit Sphero eine kleine Packung bekommen habe, die zur IFA eigentlich, also langsam ein Jahr her, vorgestellt wurde. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das mir hier anzuschauen. Ich habe es aber gefragt, hey Sphero Jungs, ihr habt sowas Cooles hier von Star Wars und an sich kommt dieses Jahr sowieso mal wieder ein neuer Star Wars Film raus. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall hier auch mal wieder, sich ein bisschen mit dem BB-8 zu beschäftigen. Denn der hat ja so ein Update bekommen nach einem halben Jahr, dass wir hier auch mit Force Band den bedienen können. Den BB-8 kennen wir ja schon, wie gesagt, aus den Filmen, aber hier können wir jetzt so ein kleines Band anziehen an unseren Arm und dann wunderbar einfach unsere Hand bewegen und der bewegt sich dann dazu. Aber der kann natürlich noch ein bisschen mehr, wie ihr hier an der Seite sehen könnt. Man kann ein bisschen mit ihm trainieren, man kann auch andere Dinge dazu kaufen, wie ein Lightsaber und so weiter. Und natürlich haben wir sonst mit dem BB-8 sowieso viel Spaßiges, was wir machen können, wenn wir die App natürlich noch dazu runterladen. Nicht nur mit dem Force Band spielen und dann über die App den natürlich, das kann man hier auf der anderen Seite sehen, programmieren, wo er langfahren soll und so weiter, was wir von Sphero ja schon länger kennen. Wir sehen können auch, natürlich steht hier Special Edition drauf. Das ist natürlich hier auch sehr, sehr, sehr special, wenn es darum geht, dass wir hier noch nie eigentlich ein Produkt hatten, glaube ich, was wir einfach so mit Gesten bewegen können, außer wenn es um Drohnen geht. Hier zahlen wir allerdings nur noch 140 Euro, 130 Euro, wenn ihr nur den BB-8 kauft, 140 mit dem Force Band. Auf Amazon habe ich die Preise gerade gesehen, kann sich aber um besondere Preise gerade handeln, denn ich habe auch für 230 Euro diese Edition gesehen, also ihr müsst schnell sein, wenn ihr zu diesem Preis das hier haben wollt. Was ihr natürlich braucht, ist ein Android- oder ein iOS-Phone, wenn ihr wirklich die App benutzen wollt, das seht ihr hier. Und Bluetooth-kompatibel sollte euer Gerät natürlich auch sein. Aber ich weiß nicht, ob es noch irgendwelche Tablets oder andere Sachen gibt, die nicht Bluetooth können. Und was ich jetzt mache, ist hier natürlich das Ganze aufmachen und auspacken. Und mal schauen, was in der Verpackung so drin ist. Ein separates Testvideo werdet ihr dazu auch noch von mir bekommen, bald. Aber zuerst wollte ich nur mal schauen, was wir so in der Verpackung so drin haben, wenn das hier auch wirklich aufgeht. Ich habe es doch gerade aufgeschnitten, deswegen sollte es auf jeden Fall jetzt genau rausrutschen. Und wie ihr sehen könnt, auch schon die Verpackung selber ist so schön Star Wars launisch gehalten. Wer jetzt einen Reader hat, kann natürlich lesen, was hier auf beiden Seiten an separaten Text draufsteht. Oder wer die Zeichen selber kennt von Star Wars, die haben ja ihre eigene Sprache sozusagen erfunden, die wir öfter sehen. Und dann sehen wir auch schon mal hier. Star Wars Sphero, Quick Start Guide und eine Metallbox. Geil. Special Edition. Also wirklich. Zuerst einmal hier das kleine Force Band. Das fühlt sich jetzt vorerst nicht allzu hochwertig an, aber natürlich die Funktion ist viel spannender, was der so alles kann. Dann ist hier schon mal gar nichts drin und jetzt muss ich mal schauen, wie ich hier diese Metallbox hier rauskriege. Wow. Wow, wow, wow. Hier steht dann auch nochmal Star Wars und Sphero drauf. Da ist der BB-8 nochmal drauf, Special Edition. Das können wir also so als Verpackung wunderbar einfach auf den Schrank stellen oder so. Dann geht das hier seitlich auf, glaube ich. Ich schaue jetzt mal, dass nichts rausfällt. Und dann haben wir auch schon hier den BB-8 mit der Ladeschale. So, mal schauen, was passiert, wenn ich ihn raushole. Richtig schwerer Plastikball. An jeder Seite gleich aussehend. Bewegen sich natürlich ein paar Einzelteile drin. Ich stelle den mal auf den Tisch, er rollt auch nicht weg. Dann haben wir hier den Kopf, der so zwei kleine Rollen hat. Antennen, die sind relativ weich. Und vorne dann entsprechend hier. Kann er leider keine leuchtenden oder beweglichen Teile sozusagen, aber man kann so ein bisschen ihn auch so schmal drauf bewegen. Es ist ein Magnet scheinbar drin, der hier den Kopf immer an einer Stelle hält. Oder zumindest auf der oberen Seite hält. Ich zeige es euch gleich, was ich damit meine. Und dann haben wir hier natürlich noch die Ladeschale drin. So. Die so eine kleine Plastikabdeckung hat. Und dann kommt hier die BB-8 rein und wird dann natürlich über Induktion geladen. Auf dieser Seite haben wir Micro-USB-Stecker. Netzteil sehe ich jetzt hier drin nicht. Wird auch, glaube ich, nicht drin sein. Aber ich meine, Micro-USB-Netzteil haben wir ja selber, glaube ich. Hier ist ein Knopf. Weiß nicht genau, wofür das sein soll, aber zeige ich euch dann natürlich auch noch. Und dann steht hier drauf 500
DC, 5 Volt DC bei 500 mA. Also ihr könnt euer ältestes Smartphone Micro-USB-Kabel nehmen und einfach zum Laden benutzen. So, ansonsten wirklich Verpackung leer. Stellen wir es auf die Seite. BB-8 steht dann hier drin, das ist gummiert hier unten, also wird nicht einfach so umfallen, umkippen oder so. Ich kann den Kopf abmachen, ich kann das Ganze auch irgendwie drehen. Kopf, wenn wir den hier dran machen, dann seht ihr, der hält nicht. Er würde runterfallen, also müsst echt schauen, dass ihr den schwierigsten Punkt sozusagen unten habt. Man spürt es ein bisschen und dann per Magnet findet sich relativ schnell die Stelle, wo der Kopf ist, und dann kann man den natürlich wunderbar einfach gerade hinstellen. Wobei nach dem ersten Fahren oder so werdet ihr eh so ein bisschen Gefühl dafür haben, wie das Ganze funktioniert. Hier steht übrigens nochmal an einer Ecke von diesen ganzen, Aufschriften hier nochmal die Produktbezeichnung und so weiter drauf. Und wie gesagt, das Wichtige ist ja das Force Band. Was so ausschaut. Es ist nicht gummiert. Ich kann es nicht einfach so anziehen. An der Seite haben wir links einen Klettverschluss, den ich aufmachen kann. Was mir aktuell leider nicht allzu viel hilft, aber vielleicht habe ich ja noch einen anderen Mechanismus, den ich hier benutzen kann, um das Ganze aufzumachen und dann einfacher anzuziehen. Hier scheint nämlich seitlich ein magnetischer Mechanismus zu sein. Wunderbar. Also ich kann hier, da ist ein Magnet drin, und an diesem Ende ist auch ein Magnet drin, und wenn ich nur in die Nähe komme, dann klappen die einfach aufeinander. Sehr stark. Funktioniert also wunderbar. Hier oben haben wir einen Knopf, drehen kann man ihn nicht. Seitlich haben wir hier allerdings hinter einer kleinen Abdeckung auch einen Micro-USB-Stecker zum Laden. Auf deiner Seite gar nichts. Das ist hier aus einem leichten Aluminium oben. Und wenn ich das Ganze anziehe, nicht auf diese Seite, wo man die Länge einstellen kann, falls es mir zu groß ist, sondern dahinter einfach hier das hier kurz so machen. Und relativ locker jetzt so natürlich. Könnte ich noch die Länge einstellen ein bisschen. Eigentlich geht es allerdings wieder auf, da ist der Magnet dann vielleicht doch nicht mehr ganz so stark dafür. Also auf jeden Fall am besten vorher ein bisschen die Länge verkürzen und einstellen, so zum Beispiel. Und dann nochmal probieren mit dem Anziehen, und dann habt ihr relativ schnell ein Gefühl dafür, ob es bequem ist oder nicht. So, und schon habe ich hier meinen BB-8 mit Force Band und kann loslegen mit Spielen, Spaß haben, und das für viele, viele Minuten hoffentlich. Ich zeige euch auf jeden Fall im Test, was meine Erfahrungen damit so waren. Das war hier der BB-8 mit Force Band von Sphero.